Hallihallo, und ja, da bin ich auch schon wieder. Ja, heute nur mit einem etwas kleineren, kürzeren Video. Und zwar habe ich ja mal in irgendeinem Update mal erwähnt, dass ich mir was Hübsches gekauft habe von Kanaminami. Und ja, ihr seht es gerade. Und zwar das Artbook von 321 Liebe. Und ja, ich habe es schon ausgepackt und ich habe auch schon einmal reingeguckt, obwohl ich es eigentlich schon kenne. Denn ich war ja letztes Jahr auf der Animagic, wo sie auch anwesend war. Und ich war am Überlegen, ob ich es mir kaufen soll. Allerdings sollte es auf der Messe irgendwas um die 50 € kosten. Und ja, was soll ich sagen? Zur Animagic hatte ich leider nicht so viel Geld zum Ausgeben. Und deswegen, ja, habe ich es nicht gekauft. Ansonsten hätte ich es mir signieren lassen. Aber ja, so ist das mit der Sache mit dem Geld. Ja, genug davon. Huch. Schauen wir doch einfach mal das schicke Artbook an. Und zwar hat es einen Umschlag und ich will mal auf die Größe aufmerksam machen, denn das ist nämlich eigentlich gar nicht so groß, das Artbook. Ein Moment. Und zwar habe ich hier mit zum Vergleich. Das ist das Fairy Tale Artbook. Und das ist das von Kanaminami. Ich weiß gar nicht, ob das A4 Größe ist. Oder ob das sogar noch ein bisschen kleiner ist. Also es ist nicht so groß. Aber trotz alledem ist es wunderbar. Der schön. So, genug gequatscht. Lasst uns reingucken. Und zwar, Moment. Hat das Artbook, wie jedes Artbook, so einen netten Umschlag. Und ich finde dieses Bild traumhaft schön. Und vermute, dass das Cover werden wird vom 15. und letzten Band von 321 Liebe. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das war einmal das. Das Artbook selber ohne Umschlag sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Aber innen drin, das ist ja das Wichtigste, ne? Ist es traumhaft schön. Da sind so die Bilder drinne, die mal im Manga abgedruckt waren. Ich weiß gar nicht, ob die vorne immer sind. Also es sind auf jeden Fall ein paar Titelbilder drin, aber auch ein, zwei, die ich noch gar nicht kenne. Also es ist echt ein schönes Bild nach dem anderen drin. Und ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil ich hier voll den Krach mache gerade. Mit dem Artbook. Das ist auch hübsch. Huch. Ja, zeige ich euch nicht. ja, das war auch in irgendeinem Manga, bin ich der Meinung. Das ist sehr hübsch. Blätter, Blätter, Blätter. Könnt ihr das überhaupt sehen? Weil ich habe hier meine Lampe hingestellt, weil das hier sonst so dunkel ist. Aber jetzt spiegelt das so. Das hier einmal, das habe ich ja auch als Poster. Wo ich ja auch ganz kurz am Überlegen war, ob ich mir das Poster von ihr signieren lasse. Allerdings wusste ich nicht, ob ich das Poster heile nach Hause bekomme und deswegen habe ich die Idee schlagartig wieder davongeworfen und mir doch den zweiten Band signieren lassen. Und ja. Ja, warum den zweiten Band? Weil der zweite Band toll ist. Weil Tsubaki Kyoto da die Liebe gesteht. Deswegen habe ich mir den zweiten Band signieren lassen. Ja. Und das Bild vom letzten Cover, das fand ich ja auch so schön. Blätter, 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 Blätter. Hier sind nur schöne Bilder drin. Das ist auch hübsch. Huch. Oh Gott. Auch hübsch. Alles hübsch. Ja. Ich finde es allerdings ein bisschen schade, denn ich kann leider kein Japanisch. Denn hier ist noch eine kleine Story drin.
die ich leider nur anhand der Bilder versuchen kann zu verstehen. Oh Mann. Sehr hübsch. Hier ist nochmal. Ich schätze, das sind die einzelnen Bilder halt und wie die entstanden sind und so. So wie bei dem Artbook von Bleach, da steht das auch dran. Und es klappt dauernd zu. Und ja, hier hinten, das ist schätzungsweise nochmal eine Danksagung, die ich leider auch nicht lesen kann. Aber im Großen und Ganzen ist das Artbook echt hübsch. Packel, schieb. Ja, das war's zu dem Artbook. Ich hoffe, ihr konntet mich einigermaßen verstehen wegen dem Herumgeschiebe. Ja, mein nächstes Update wird wohl am 20. Januar kommen, da ich da Geburtstag habe und noch das ein oder andere Geschenk erhoffe, was ich dann auch mit in das Update nehmen möchte. Und ja, was ich nächste Woche mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht ein Rezi oder so. Oder ihr habt irgendwelche Ideen, was ich machen könnte. Ich bin momentan so ein bisschen unkreativ, was das angeht. Und ja, das Jahr hat erst angefangen und ich bin unkreativ. Oh Gott. Und ja, das war's für heute. Und wir sehen, hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!